Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und liebe LA-Checker. LA-Checker, genau. Dies ist ein Vlog von uns, Vlog Nummer 14. Neuer Vlog auf jeden Fall. Und es soll ein kurzer Vlog auch bleiben, einigermaßen kurzer Vlog. Wir wollen nämlich nur ein paar Neuerungen ansprechen und ein paar Infos auf jeden Fall zu der Prodent und Sounds sagen. Wir machen erstmal ganz kurz die Neuerungen. Also es wird dieses Jahr ein paar neue Produkte geben. Ja. Unter anderem auch ein Yamaha 01 V96i. Das genau. Mischpult, das haben wir schon mal vor einer Weile angesprochen, ja. Dass wir uns das anschaffen wollen. Und ich hoffe, dass wir das so in 1,5 bis 2 Monaten besitzen werden. Genau, da wird es dann auf jeden Fall auch eine, wahrscheinlich, mal schauen, ob wir dann einen großen Videotest von machen oder eine Videotestreihe. Da wird es dann auf jeden Fall ein paar neue Videos auch in Richtung Ton geben. Das letzte Jahr war ja eher so ein bisschen Licht-Nebelmaschinen-lastig, wenn man es so sagen will. Gab natürlich auch ein paar Videotests zu Ton, ein paar Kleinigkeiten. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall ein paar mehr Videotests zu Ton geben, auch also für die, die mehr Ton interessiert sind als Licht. Gibt es dieses Jahr auf jeden Fall einen Videotest von einem Mikrofon, vielleicht von zwei Mikrofonen, von zwei neuen, von einem kleinen Mischpult, was da noch steht, von einem größeren Mischpult, was er gerade angesprochen hat, dann gegebenenfalls eine ganze Videoserie. Ja. Und natürlich auch Lichtvideos, also da kommen jetzt ein paar größere Videos auch auf euch zu, beziehungsweise eins müsste davon dann sogar schon online sein, was ihr wahrscheinlich dann schon gesehen habt. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Neuerungen, dann ein paar mehr Videos. Also was heißt ein paar mehr Videos, aber ein paar mehr Videos halt in Richtung Tontechnik. Und bei mir gibt es auch auf jeden Fall eine Neuerung. Ich will mir auf jeden Fall mindestens ein neues Rack anschaffen, wo dann komplett ein DMX-Splitter reinkommt. Den Videotest werdet ihr noch sehen. Den DMX-Splitter habe ich auch schon hier. Das Rack wird noch kommen. Da kommt eine gescheite Stromversorgung rein. Da will ich dann mein Interface mit einbauen, dass ich quasi nur noch mit USB reingehen muss und dann direkt mit gesplitteten DMX rausgehen kann. Da wird ein Dimmer reingebaut, also da wird es dann vielleicht auch so ein kleines Workshop-Video geben, wie man vielleicht ein Rack sinnvoll aufbaut oder ähnliches wird da mal vielleicht gucken. Kommen. Mal schauen. Also ihr seht schon, es kommen eine Menge neue, interessante, mal ein bisschen was andere Videos auch dieses Jahr online. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Ja. Im letzten Vlog, da war ja der Yannick nicht da. Ich hatte ja schon da einiges gesagt. Er will jetzt aber auch noch mal ein paar Worte loswerden. Ich wollte euch nachträglich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und ich wollte mich noch für die 320 Abonnenten bedanken. Genau. So sieht's aus. Und ansonsten gibt's jetzt eigentlich nur noch, ja, damit das Wichtigste überhaupt zu sagen. Ja. ProLight und Sound steht an. 2014. Wir sind natürlich auch wieder mit dabei zum vierten Mal. Zum vierten Mal sind wir wieder auf der ProLight und Sound dabei. Wir sind auf jeden Fall den 15. den Samstag in Frankfurt auf der Messe vor Ort. Werden da rumlaufen, Videos machen, die dann auch in der Woche danach jeden Tag mindestens ein Video online kommen wird. Also werdet ihr dann auch wieder mit Videos überhäuft werden, überflutet werden. Auch die ganzen anderen Pro-Checker und LA-Checker machen dann natürlich auch wieder viele Videos. Nein! Ja. Und doch. Und auf der Messe könnt ihr uns dann relativ leicht finden. Wir haben jetzt mittlerweile uns auch endlich mal nach irgendwie 2 Jahren Videos leisten können. Oder sind wir dazu gekommen, Videos zu machen, wir arme Säue? Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann diese tollen T-Shirts an, wo vorne einmal unser Logo und unser jeweiliger Name drauf. Bei mir steht halt natürlich nur Dominik, ich heiße ja nicht Yannick. Wer will schon so leisten, ne? Und hinten steht dann noch unser YouTube-Name drauf, YouTube-Adresse und LA-Check natürlich auch noch verlinkt. Verlinkt. Auf dem T-Shirt verlinkt, super. Das war praktisch, neue Neuerung. Und sind natürlich auch wieder auf der Messe vor Ort. Falls ihr uns in den T-Shirts da seht, dann könnt ihr uns gerne ansprechen, bei uns irgendwelche Fragen stellen. Was bis jetzt eigentlich nie passiert ist. Nee, interessant, doch. Letztes Jahr waren ein paar Leute mit uns da. Ein bisschen, war letztes Jahr relativ schön. Aber auf jeden Fall, falls ihr irgendwelche Fragen zu uns, zu unseren Videos, zu unserem Kanal, zu irgendwelchen Produkten habt, dann könnt ihr zu uns gerne kommen. Kennt uns an den T-Shirts, könnt ihr uns fragen. Und wir sind natürlich auch wieder beim User-Meeting mit dabei, wo das dieses Jahr und wann das dieses Jahr stattfindet, weiß ich noch nicht, wird wahrscheinlich auch wieder 13 Uhr sein, aber an welchem Stand weiß ich dieses Jahr, glaube ich, gar nicht. Werdet ihr aber, denke ich mal, auf jeden Fall noch die Informationen überall LA-Check oder ansonsten über unsere Facebook-Seite bekommen, da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, Facebook-Seite von uns und LA-Check ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und User-Meeting sind wir auch wieder auf jeden Fall mit dabei, gibt es auch ein Video dann auf jeden Fall wieder von uns auf unserem Kanal. Und spätestens da sehen wir uns dann, denke ich mal. Und ansonsten gibt es eigentlich weiter nichts zu sagen. Ich hoffe mal, dass dieses Jahr ein paar mehr Leute kommen als letztes Jahr. Letztes Jahr waren es leider nicht ganz so viele im Vergleich zum davorigen Jahr. Und mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Also wir sind auf jeden Fall wieder richtig gespannt. Wir ja.
Und das wär's eigentlich. Das war nur so unsere kleine Anmerkung noch zur ProLed und Sound mehr oder minder. Hast du noch irgendwas zu sagen? Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video von uns wieder. Bis dahin, practice and enjoy.